Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da und heute legen wir direkt mal los mit Kapitel 2 von Arthurs Fan-Manga Return to the Reverie. Leider kann ich euch diesmal das nicht als Videoformat zeigen, denn sein Video wurde leider von YouTube Copyright geclaimt, wahrscheinlich weil er irgendein Musikstück benutzt hat, was er nicht hätte benutzen dürfen. Zum Glück lädt er ja das Ganze auch auf seine Seite thelibraryofohara.com hoch und deswegen verwenden wir jetzt einfach die Bilder. Ich hoffe, das sieht trotzdem einigermaßen dann gut aus und wir legen auch direkt mal los. One Piece. Zurück zur Reverie. Kapitel 2. Genesis. Und hier ist wieder mal, wie bei jedem Kapitel, eine Coverpage von einem Gastzeichner gezeichnet. In diesem Fall bei Rajat oder auf Twitter, wenn ihr ihm folgen wollt, Menoko no Mi. Die Story ist wie immer von Arthur selber geschrieben und die ganzen Zeichnungen bis auf die Coverpage von Professor Gemini oder auf Twitter Pouch Potato. Puh. Als das Sonnenlicht das heilige Land wieder beehrt, steigt der Vorhang für den dritten Tag der Reverie. Es sah aus, als würde die Konferenz gut verlaufen. Doch noch keiner konnte die Ereignisse vorhersehen, welche noch kommen werden. Wie konnten plötzlich so viele unserer Soldaten über Nacht verschwinden? Ich bin mir nicht sicher, aber wir können sie einfach nicht finden. Was, wenn es mit den starken Winden von gestern zu tun hat? Du glaubst doch nicht, sie wurden vielleicht von der Red Line gepustet? Spinn nicht rum, es bräuchte die Kraft eines Hurricanes, um das zu tun. Puh, das war knapp. Probieren wir mal was ganz kurz aus. Und mal gucken, ob das gut funktioniert. Ich muss vorsichtiger sein, sonst entdecken sie mich noch. Aber wie komme ich überhaupt an ihn ran? Er steht die ganze Zeit unter Beobachtung. Es gibt einfach keinen Weg, ihn zu befreien. Aber selbst wenn es das Letzte ist, was ich tue, ich muss ihn aus dieser Hölle befreien. Gucken wir mal, wie das im fertigen Video rauskommt. Der Boden? Ja! Miau! Lass mich los! Ich sagte, lass mich los! Uff, sie ist so laut. Wer zur Hölle seid ihr? Beruhig dich, wir wollen nur reden. Du bist doch Jewelry Bonnie, oder? Bist du sicher, dass du sie gesehen hast? Positiv. Wenn es wirklich sie ist, ich bin mir sicher, sie würde einen guten Verbündeten abgeben. Gute Idee. Die Öffentlichkeit kennt sie als Jewelry Bonnie, aber wie wir wissen, ist ihre wahre Identität die Königin-Witwe des Sorbet-Königreichs. Und das ist huge für uns Südler. Immerhin hat Sorbet den gesamten South Blue regiert. Genauso wie die Germa früher den Norden regierte, regierte Sorbet den Süden für über ein Millennium. Bin gerade kurz etwas, warte mal ganz kurz. Ja. Ah, okay. Ich habe gerade ein bisschen die Peilung verloren. Ja, aber wie du ja weißt, ist ihre Stellung wichtig für uns. Da sie die Mutter des früheren Sorbet-Königs ist. Bartolomeo Conny. Kuma ist dein Sohn, oder nicht? Ich muss immer beide Sachen so gleichzeitig so runterscrollen, also hier mein Text und hier mein Dings, deswegen komme ich manchmal ein bisschen kurz draus, was die Panels angeht. So. Was wollt ihr von mir? Wir sind von der Revolutionsarmee. Kuma ist unser Kamerad und Freund. Also macht dir bitte keine Sorgen, wir sind Verbündete. Wir sind hier, um ihn zu retten und ich denke, du wohl auch. Lass sie los, Morley. Okay. Könntest du uns erzählen, was du weißt? Ich? Wie ihr sicherlich wisst, aß mal von der Altersfrucht. Diese machte mich immun gegen das Altern und somit dem Tod im Alter. Ich verspüre nicht mal Hunger, was meinen Magen unersättlich macht. Durch meine lange Lebensspanne konnte ich Sorbet für eine extrem lange Zeit regieren. Ohne einen König, deshalb nannten sie mich Königin Witwe. Unser Königreich regierte den gesamten South Blue. Es wurde mal durch eine Allianz mehrerer Nationen des Südens gegründet.
Die Details sind im Laufe der Zeit verloren gegangen. Aber unsere Legenden besagen, dass das Königreich vor ca. 850 Jahren gegründet wurde, um eine Reinigung zu stoppen eines bestimmten Clans. Ich schweife ab. Das Königreich hat mittlerweile seine einzige Stärke verloren. Deshalb hoffte ich, dass mein Sohn dem Königreich neues Leben einhauchen könnte. Aber mein Sohn war verärgert und verwandelte sich in einen Despoten. So wurde er zu Kuma, dem Tyrannen. Nach einer heftigen Revolution wurde er ins Exil geschickt, aber den Schaden, den er anrichtete, war zu groß. Trotz allem machte Kuma mit seiner Terrorherrschaft weiter als Pirat. Ich habe als Königin und als Mutter versagt. Wie auch immer, eines Tages bekam ich einen Brief von ihm, wo er sich entschuldigte für all die schlimmen Sachen, die er getan hat. Das war wohl, nachdem er Dragon traf. Er erzählte uns oft über diese Begegnung, welche seine Sicht auf die Welt veränderte. Ich kannte zwar die Details nicht, aber ich wusste, dass er es ehrlich meinte. Doch dann, trotz dass er friedvoll gegenüber der Regierung war für eine lange Zeit, haben sie eines Tages ohne Vorwarnung einen Buster Call eingeleitet. In den vergangenen Jahren hat die Weltregierung versucht, alle großen politischen Mächte auszulöschen. Ich verstehe aber nicht, warum. Eines Nachts haben sie mir alles genommen. Ich hatte keine andere Wahl mehr, als eine andere Identität anzunehmen. Die Weltregierung hat den Vorfall verschleiert, so nutzten sie meinen falschen Namen und gaben mir ein humanes Kopfgeld. Jedoch habe ich vor 2 Jahren erfahren, was mit Kuma passiert ist. Dass er getötet und in eine leblose Maschine verwandelt wurde von Dr. Vegapunk. Ich schwörte mir, dass ich ihn jagen und meinen Sohn rächen würde. All das ist seine Schuld. Wir müssen ihn finden. Lasst uns in die neue Welt gehen. Doch glücklos wie ich war, wurde ich von den Blackbeard-Piraten gefangen. Und diese verkauften mich dann an die Marine. Ich dachte schon, das wäre mein Ende. Als ich gehört habe, dass du der Weltregierung entflohen bist. Ups, okay, warte, ganz kurz. Okay, die zwei machen wir jetzt nochmal. Ich habe vergessen, dass es hier wieder so Erinnerungsblasen sind. Genau. Jedoch habe ich vor 2 Jahren erfahren, was mit Kuma passiert ist. Dass er getötet und in eine leblose Maschine verwandelt wurde von Dr. Vegapunk. Ich schwörte mir, dass ich ihn jagen und meinen Sohn rächen würde. Und jetzt kommt wieder der Effekt. Ich hoffe, der wirkt einigermaßen gut im Video. All das ist seine Schuld. Wir müssen ihn finden. Lasst uns in die neue Welt gehen. Das ist echt lustig. Das macht mir echt Spaß. Doch glücklos wie ich war, wurde ich von den Blackbeard-Piraten gefangen. Und diese verkaufte mich dann an die Marine. Ich dachte schon, das wäre mein Ende. Als ich gehört habe, dass du der Regierung entflohen bist, lief es mir eiskalt den Rücken herunter. Aber dank der Aufopferung meiner Crewmates konnte ich dem Kampfschiff entfliehen. Ich realisierte, wie sinnlos mein Ziel war. Es ist einfach unmöglich, Vegapunk überhaupt zu treffen. Also entschied ich nach 2 Jahren, dass das Beste, was ich machen kann, ist, meinen Sohn aus dieser Hölle zu befreien. Dank der Hilfe eines alten Kumpels konnte ich die Reverie infiltrieren. Und hier bin ich, so nah und doch so fern meines Zieles. Nach all dem, alles was ich vorweisen kann, ist ein Berg voller Leichen. Gib noch nicht auf. Unsere Hauptziele mögen zwar verschieden sein, aber wir planen immer noch Kuma zu retten, während wir hier sind. Danke aber. Es ändert nichts an der Tatsache, dass Kuma bereits tot ist. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, warum ich überhaupt hergekommen bin. Ich verstehe, wie du dich fühlst, aber du irrst dich ein wenig. Oder besser gesagt, weißt du einfach nicht, was wirklich mit Kuma passiert ist. Kuma hat seine Menschlichkeit freiwillig aufgegeben. Es war nicht bekannt, dass Kuma ein Revolutionist war, deshalb tat er weiterhin so, als wäre er Pirat. Er wurde ein Shichibukai und meldete sich freiwillig für Vegapunks Klonexperimente. Das Projekt, das Pazifista-Programm. Das Projekt ist schon lange unser Plan. Immerhin ist Vegapunk einer von uns. Aber warum musstet ihr ihn töten? Warum musste er sein Leben geben? Eine vollkybernetische Transformation war nötig für das Programm.
Die Pazifista und die SSG sind unsere Trumpfkarten, um die Celestial Dragons zu stürzen. Kuma ist immer noch am Leben. So viel mal dazu. Verstehst du? Verstehst du? Alle Pazifista, kybernetische Klone von Kuma sind diese mit ihm verbunden. Anders ausgedrückt, es ist wichtig, dass Kuma am Leben bleibt. Deshalb konservierte Vegapunk Kumas Menschlichkeit in der Maschine. Tief in ihm ist seine Persönlichkeit in einem Tiefschlaf. Aber mit diesem Chip hier können wir sie sofort wieder reaktivieren. Wir haben nur nicht damit gerechnet, dass die Celestial Dragons ihn sich krallen würden. Deshalb mussten wir jetzt die ganze Rettungsaktion einleiten. Das heißt, ihr könnt wirklich Kuma zurückbringen und ihn retten? Natürlich, die Revolutionsarmee würde niemals einen Kameraden in den Stich lassen. Ich hasse die Weltregierung, also plant mich mit ein. Perfekt, wenn du uns hilfst, wird das Ganze noch viel einfacher. Unsere Operation beginnt morgen früh am Tage des vierten Tages. Wir vier werden unser Hauptziel erfüllen, Krieg gegen die Weltregierung erklären, indem wir die fünf Gorosei töten. In der Zwischenzeit wird Dragon sich auf sein Ziel fokussieren. Mit all dieser Aufruhr werden alle Augen auf Schloss gerichtet sein. Das ist dann für dich die perfekte Chance, sich ins Schloss zu schleichen und Kuma zu retten. Aber denk dran, zwar kann die Marine nur nach Mary Joa, wenn ein Alarm ausgelöst wird. Aber für die Admiräle gilt das nicht. Deshalb kann es sein, dass wir sie bekämpfen müssen. Sollte irgendwas schiefgehen, nutzen wir Kumas Kraft, um abzuhauen. Kapiert! Ihr könnt auf mich zählen! Was? Ach, da oben! Oh. Kapiert! Ihr könnt auf mich zählen! Apropos, du hast nicht zufällig was zu essen dabei, oder? Schloss Pangea, Gästehalle. Und da wieder so ein richtig schönes Zeichen. Ey, das ist halt echt genial, wie sie zeichnen kann. Oh, jetzt wird's interessant. Da habe ich mir mal was überlegt. Ja, gucken wir mal. Ja. Ah, da bist du ja. Na, wie war's? Spaßig? Ich habe meine Rolle gespielt. Jetzt müssen wir einfach schauen, wie es läuft. Ich hoffe, du hast dich in meiner Abwesenheit benommen. Warum so rude, Isha? Kannst du die Vergangenheit nicht auf sich beruhen lassen? Marine Hauptquartier, Admiral Rio Kugyu, Green Bull, echter Name Ricardo. Hat der Großadmiral gerufen? Ja, ich habe ihm erzählt, du verhältst dich wie der Streber, der du bist, oder? Es sieht so aus, als wärst du ein wenig erwachsener geworden. Echt? Ist das Shichibuka-System? Naja, du weißt, weg. Oh, es ist nicht so einfach. Wir haben zwar die Erlaubnis der 5 Gorosei, aber... Der Plan muss erst genehmigt werden durch eine Abstimmung am finalen Tag. Es sieht so aus, als hätten sie Vertrauen, dass das SSG-Projekt ein guter Ersatz ist. Aber ich muss zugeben, es fühlt sich an, als wäre eine Last von meinen Schultern gegangen. Entschuldigt die Störung, ich habe das Essen, was ihr bestellt hattet. Ah ja, danke dir. Lass es einfach stehen. Hola, du da? Ja, bitte. Wie kann ich Ihnen helfen? Sorry, Baby, aber ich musste feststellen, wie deine Schönheit mehr funkelt als alles andere in diesem Palast. Möchtest du mir beim Diener nachher nicht Gesellschaft leisten? Ich könnte dir die wahre Kraft eines Admirals zeigen. Was? Ich? Ich? Hör auf, das Personal zu belästigen, Ricardo. Bitte genießt euer Essen. Hey, ich hatte was Spezielles vor. Sag mir, Ricardo, weißt du, wie man Smilefrüchte herstellt? Was zur Hölle hat das damit nun zu tun? Sie werden aus einem Extrakt, welches sich SAD nennt, hergestellt. Hörst du mir überhaupt zu?
Das SSG-Team produziert ein ähnliches Extrakt. Wenn man den Boden mit dieser Substanz bewässert, wird jeder Baum zu einem Teufelsfruchtbaum. Es wird spekuliert, dass dies der Weg ist, wie Teufelsfrüchte überhaupt erzeugt wurden, dank der Blutlinienelemente. Genau, aber diese wirken nur bei diesen Robotern. Vor 2 Jahren reproduzierte er erfolgreich Kizarus Funkel-Funkel-Frucht. Und jetzt hat er es geschafft, jede Frucht zu replizieren. Das wird unsere Trumpfkarte sein, um das jetzige korrupte System zu stürzen. Deshalb nannte Vegapunk sie Pazifista. Diejenigen, die uns wirklichen Frieden bringen werden. Ich kann es kaum erwarten. Das SSG-Projekt. Ja, künstlich hergestellte Teufelsfrüchte, welche nur auf den Pazifistas wirken. Das würde sie zu angsteinflößenden Waffen machen, welche ohne Probleme ein ganzes Land auslöschen könnten. Ich sehe auf jeden Fall die Vorteile. Sie wären viel einfacher zu kontrollieren als die Shichibukai. Was hat Lord Imu darüber gesagt? Er unter allen würde diese Gottenspielereien wohl nicht mögen. Er sieht die Früchte als seine Kinder an. Das wäre ein Sakrileg. Oh, naja, gut, das war wieder ein bisschen falsch. Er ist fasziniert von ihrer militärischen Macht, aber er findet, künstlich hergestellte Teufelsfrüchte sind nutzlos, wenn er sie nicht selbst nutzen kann. Er hat seine Erlaubnis dafür gegeben, sowie die Beseitigung der Shichibukai. Aber wir brauchen die Ballons der Welt nicht mehr, wenn die Reinigung kommt. Wenn wir darüber sprechen, Kaido und Big Mom haben mittlerweile Kontakt zueinander. Und Rotha sagte, dass Blackbeard sicherlich Rocks Willen und Ambition erben wird. Was für ein Trottel er ist, er versteht nicht ein bisschen was. Trotzdem, es ist wahr, dass uns Teufelsfrüchte fehlen. Vielleicht sollten wir einen Blick wagen. Innerhalb von Pangaea ist ein riesiges Tor, wo nur wenige erlaubt sind einzutreten. Gott, meine Übersetzungen. Was viele nicht wissen, Schloss Pangaea ist über einem anderen Schloss erbaut worden. Eines, welches vor Jahrhunderten gebaut wurde, doch seine Existenz wurde von der Weltregierung ausgelöscht. Dieses Schloss, welches die dunkelsten Geheimnisse beherbergt, heißt Tartarus. Diese Hallen zu durchwandern bringt Erinnerungen zurück über die Geschichten, die uns als Kinder erzählt worden sind. Wie war das nochmal? Vor langer Zeit gab es ein Königreich, das größte, welches die Welt jemals gesehen hatte. Der Herrscher dieses Königreichs hieß Adam. Adam hatte eine Fähigkeit, welche ihn aus der Masse hervorhob. Es wurde gesagt, er hätte so eine starke Willenskraft, dass er mit allen Kreaturen reden konnte. In meinem Text schreibe ich teilweise mittlerweile auf Englisch. Was geht? Sein Volk nannte diese Fähigkeit die Stimme von allem. Adam benutzte diese Fähigkeit für das Gute und so entstand eine Ära von Frieden und Reichtum. Dies brachte ihm den Namen Joy Boy. Eines Tages bekam er die Gelegenheit, die Göttin Muttersee zu treffen und es war Liebe auf den ersten Blick. Muttersee wurde die Königin und gebar 3 Kinder. Diese Kinder waren gesegnet mit Variationen der Stimme von allem. Und so wurden sie nach den 3 großen Drachengöttern benannt. Pluton, Poseidon und Uranus. Wie auch immer, eines Tages bot der Seeteufel Joyboy einen Pakt an. Der Teufel lockte ihn zu einem gestreiften Baum mit seltsamen Früchten und erzählte ihm, wenn er von diesen essen würde, würde er unbeschreibliche Macht bekommen. Joyboy lehnte ab. Aber er lag dann doch der Versuchung der Macht, als diese zu stark wurde. Dieser so geliebte Monarch wurde ein Nachbild des Teufels und bot die Früchte des Baums jedem an, welcher nach Stärke suchte. Er führte eine Reinigung gegen die Schwachen durch, um eine Welt zu erschaffen, in der es nur Starke gibt. Jedoch. Muttersee, welche 20 Helden um sich versammelt hatte aus verschiedenen Ländern, hatte keine andere Wahl, als den Mann, den sie einst liebte, zu töten.
Sie brachte einen riesigen Sturm hervor und ließ sein Königreich und Joyboy selbst im Meer versinken. Die Legenden besagen, sie hätte auf jeden, der eine Teufelsfrucht ist, einen Fluch gewirkt. Dass jeder von ihnen, der es wagt, sich in ihr Territorium zu bewegen, würde sie selbst erwürgen. Bevor Muttersee ihren Wunden erlag, gab sie die Welt in die Hände der 20 Helden. Diese neuen Drachengötter sorgten dafür, dass die Welt die Vergangenheit vergisst, damit sich die Geschichte nicht noch einmal wiederholen kann. Tja, es ist verwirrend, diese Story mittlerweile zu hören. Naja, immerhin stimmt alles, was in dieser Legende beschrieben wird. Es geht einfach nur darum, den Kontext richtig zu verstehen. Es ist erst wenige Jahre her, als wir einberufen worden sind als die jetzige Generation der Ältesten, um die Wahrheit zu lernen und warum sie vergessen werden muss. Als ob irgendwas davon hilfreich wäre. Wir haben eh schon verloren. Aber wir können dies nicht ignorieren. Vor uns steht der lebende Beweis. Ein kolossaler Baum, dessen Wurzeln bis zur Fischmenscheninsel reichen. Der Teufelsfruchtbaum Eve. Der Ursprung aller Teufelsfrüchte. Gott, und das auch noch bei dieser Hitze. Ach, ja. Gut, mal wieder ein paar tontechnische Probleme vom... es ist halt echt verwirrend. Ich habe hier so das eine Ding auf der einen Seite, die Internetseite, und auf der anderen Seite vom Bildschirm, auf der anderen Hälfte von meinem Bildschirm, den Text. Und muss ich mir gleichzeitig scrollen. Und wo warst du? Und guckst auf die Bilder, damit du halt nicht sowas verpasst. Mal gucken, vielleicht mache ich das, ja, wohl, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich Bock, das weiterhin so zu machen, auch wenn es jetzt nicht hundertprozentig flüssig und sowas läuft. Klaro, ich könnte das jetzt auch einfach Bild für Bild euch anzeigen lassen und dann halt einfach den Text ablesen, den ich geschrieben hatte. Aber irgendwie wäre mir das ein bisschen zu langweilig, so diese Interaktion, dass ich halt so gleichzeitig gucken muss. Ist zwar technisch gesehen so nicht perfekt. Ich meine, ihr merkt ja, ich verliere immer mal wieder den Faden oder weiß nicht mehr, wo ich bin in diesem Text oder sonst was. Aber ich finde es irgendwie lustiger, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch Kapitel 3 genauso machen. Aber ihr könnt mir ja mal eure Meinung dazu einfach unten in die Kommentare schreiben. Wollt ihr das wirklich tontechnisch perfekt haben, dass ich einfach Bild für Bild anzeige und dann halt einfach meinen Text runterrede, ohne dass ihr mich jetzt irgendwie seht oder sonst irgendwas, dass halt wirklich der Text zum Bild passt? Oder soll ich es einfach wieder so frei Schnauze machen wie jetzt gerade und dann schleicht sich halt der ein oder andere Fehler ein? Kann ja passieren. Kommen wir aber zurück zum Kapitel. Also ich fand diese Ideen, die er hatte, wieder mal echt großartig. Also, dass hier so Bonnie auf die Revolutionsarmee trifft, ist schon mal echt eine sehr gute Idee. Auch die ganze Sache mit dem Sorbet-Königreich, diese ganze Hintergrundgeschichte, richtig heftig ausgedacht. Auch wenn ich nicht denke, dass alle Details stimmen werden, aber das eine oder andere könnte halt wirklich, wirklich sein. Und das fand ich ja auch mega heftig, wo es dann hieß, ja, wir können Kuma retten. Weil das war das, was ich mir die ganze Zeit gefragt habe. Okay, selbst wenn Bonnie da hingeht und selbst wenn sie es schafft, Kuma zu befreien, er ist halt einfach nur noch ein Roboter, was soll sie da machen? Ich habe ja gedacht, okay, vielleicht ist der Vegapunk gut und reaktiviert selber wieder Kuma, also dass er halt wieder menschlich wird. Aber wäre natürlich auch eine gute Idee, wenn halt eben die Revolutionsarmee so einen bestimmten Chip hätte. Und auch die Sache, dass Vegapunk bei der Revolutionsarmee ist, ist halt schon geil. Wobei es auch ein bisschen übertrieben heftig wäre, wenn jetzt sowohl Vegapunk als auch Green Bull als auch Fujitora alle bei der Revolutionsarmee wären. Das wäre, ja, ich weiß nicht, irgendwie bisschen too much. Ich meine, die wären dann echt extrem stark, dann hätten die anderen ja echt keine Chance mehr. Auch hier wieder die Zeichnung von Kuma als Kind oder als jüngerer Mensch, auch heftig. Was hatten wir denn dann noch? Ja, die ganze Geschichte, alles echt gut erklärt, was so passiert ist. Auch hier, das wäre auch eine super geniale Idee, dass die zwei sich halt einfach von früher kennen. Und das war ja echt das Heftigste von allem. Also hier erstmal die Interaktion zwischen Green Bull und Fujitora. Wenn sie wirklich beide gut sind, könnte ich es mir echt so gut vorstellen, dass es echt so wäre, dass irgendwie hier so Green Bull der Player ist. Und ich finde den auch echt geil gezeichnet. Also so könnte ich mir echt gut vorstellen. Auch die ganze Erklärung, dass sie reingebracht haben, diese Smile-Früchte und was es mit dem SSG-Projekt dann sogar auf sich hat. Also in Zusammenhang mit den freien Smile-Früchten und wie das Ganze entstanden ist. Super erklärt. Dann auch hier wieder die Interaktion mit den Gorosei und dann das große Geheimnis, dass halt eben Pangea über dem Schloss des antiken Königreichs gebaut ist. Krass.
Also wie man sich sowas ausdenken kann, und das hier war der Oberburner. Diese ganze Geschichte um Joy Boy. Wow, okay, ich meine, das finde ich jetzt ein bisschen komisch, dass sie drei Kinder geboren haben. Uranus, Poseidon, Pluto, und das würde ja heißen, dass alle drei menschlich sind. Gut, man weiß ja nie, ich meine, das wäre jetzt dann Shirahoshi. Pluton, ich weiß ja nicht, wie ein riesiges Schiff dann auf einmal Menschen sein kann. Und Uranus, das sieht ein bisschen aus, als hätte der irgendwie einen Hut auf, vielleicht einen Strohhut oder so. Hm, wer weiß. Auch hier die ganze Anlehnung an Adam und Eva an die Geschichte. Das denke ich auch, wird hundertprozentig passieren. Es muss irgendwas mit Adam und Eva zu tun haben. Wir haben den Adambaum, wir haben den Eva-Baum und wir haben möglicherweise einen Teufelsfruchtbaum und irgendwelche bösen Früchte von dem Teufel. Das kann doch nur an Adam und Eva angelehnt sein. Auch hier die Geschichte, dass im Grunde die Weltregierung gut gestartet hat, dass die eigentlich die Guten waren, die das Böse besiegen wollten und jetzt mittlerweile sozusagen das Böse sind und die Generation jetzt einfach schlecht sind und man die deswegen auslöschen muss. Das ist auch eine richtig geile Erklärung. Und natürlich der Teufelsfruchtbaum, dass der sich auf Pangea befindet. Wow. Also auf jeden Fall richtig, richtig, richtig dicken Respekt an Arthur für die Geschichte, dass er sich das ausdenken konnte. Heftig, wäre ich in 100 Millionen Jahren nicht drauf gekommen. Naja, wie hat euch das denn Ganze gefallen? Glaubt ihr, dass es wirklich so passieren kann oder zumindest einzelne Details genau so passieren können? Schreibt es mir wie immer unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, Daumen nach oben und ein Abo dazulassen. Und wenn ihr schon dabei seid, macht mal die Beschreibung auf. Dort werdet ihr einen Link zu Pouch Potato finden, die, wo das Ganze gezeichnet hat. Und ihr werdet einen Link zu Arthur und The Library of O'Hara finden, damit ihr auch dort weiterhin seine News bekommt und keine Kapitel mehr verpasst. Ansonsten bleibt einfach auf dem Kanal, denn hier werde ich die Kapitel wieder auf Deutsch übersetzen. Kapitel 3 dürfte wohl direkt nächste Woche irgendwann mal kommen. Ja doch, nächste Woche könnte passen. Morgen kommt dieses, also heute, also morgen, also am heutigen Tag nehme ich es auf und morgen kommt das Video dann raus. Das wäre dann am Freitag. Dann kommt Samstag wieder eine Folge Let's Play One Piece. Und am Sonntag kommt der Kapitel Review Livestream. Ja doch, dann denke ich mal, am Dienstag könnte sein, dass diese Folge hier, ja, dass Folge 3 dann rauskommt. Wenn alles nach Plan läuft. Naja. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer, wisst ihr, viel Spaß und haut rein. Ciao.